Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Sims 3. Ich habe keine Ahnung, wo wir stehen geblieben sind. Da war jetzt eh eine Pause drin. Warum wird mir der Wetterstein angezeigt? Was bringt mir das jetzt? Den kann ich betrachten. Kann ich da irgendwas Cooles damit machen? So abreißen, klauen. Keine Ahnung. Du wolltest doch Berichte schreiben. Hier über Isaac Luke, der hat bestimmt was am Stecken. Bestimmt. Ja, sie pennt halt einfach und denkt so, ich will fahren lernen, ich bin voll gestresst, fickt euch doch alle. Aber sie hat hier so einen coolen Spielzeugofen, das ist wichtig. Hier werde ich dann auch noch ein kleines Bad wahrscheinlich hinmachen. Ja. Kann ich irgendwas erzählen? Ja, ich bringe halt zur Zeit so wenig. Also es kommt ja jeden Tag My Time Report hier, weil ich da irgendwann mal so 60 Folgen am Stück aufgenommen habe. Deswegen kommt dann noch was, aber ich bin zur Zeit übelst im Stress, weil ich halt einfach Vollzeit hier arbeiten gehe. Das ist ja hier nicht mein Beruf, was ja viele auch manchmal denken. Sondern das ist halt einfach, ich arbeite noch 40, also 39 Stunden, man soll ja nicht übertreiben in der Woche. Und ich habe keinen Urlaub. Ich habe von meinem letzten Jahr Urlaub habe ich noch 8 Tage über im Juli dieses Jahres. Und dann noch der neue Urlaub. Also ich war dieses Jahr. An meinem Geburtstag war ich nicht da. An den Tag, wo ich umgezogen bin. Und das war's dann auch schon. Ansonsten war ich immer arbeiten. Schön, gell? Wunderschön. Ja, ich hatte eine sehr spannende Woche. Jetzt ist ja. Also bei mir ist jetzt, wenn ich das aufnehme, gerade Samstag, ist jetzt das wahrscheinlich am Sonntag. Ja, wie soll ich das sagen? Ich habe die Woche schon mal den Krankenwagen rufen müssen. Und das hat mich so fertig gemacht. Also ich wohne an der Baustelle, das muss man dazu sagen. Also die. Es gab da mal so einen Vorschlag, dass wir halt ein Altenheim abreißen und dann bauen wir da ein cooles Parkhaus hin. Das kleine Problem war dann wurde, als das Altenheim dann weggerissen wurde und halt das unten drunter aufgegraben wurde, wurden da alte Mauern entdeckt, vor 4 Jahren. Die Baustelle hat inzwischen schon Bäume. Und da ist halt so ein Bauzaun und ja, das ist halt nicht alles wirklich gesichert und da kommen halt vorbei und die Stadt duldet es, dass man da parkt. Und da es hier verdammt wenig Parkplätze gibt, vor allem vor der Haustür, ja, muss ich halt wohl oder geh da nicht hin. Ey, die entdeckt dich gleich nackt. Ja, jetzt ist sie wieder so, bitten, Haus zu verlassen. Was? Bitten, Haus zu verlassen? Okay. Ja, auf jeden Fall hat es irgendjemand geschafft, sich einen Nagel in die Hand zu rammen. Also in den Arm. Und das sah halt echt beim Wander gerade so Schlafenzeichen. So, über die schreibst du auch noch einen Bericht. Dann darfst du vielleicht mal was frühstücken. Es ist doch ein schöner Sonntagvormittag. Erstmal ein paar Leute dran kriegen. Aber dafür sieht deine Karriere wahrscheinlich ja viel besser aus, ja? Da wirst du befördert morgen. So, du musst wahrscheinlich heute irgendwie auftreten, vermute ich mal. Ja, im Gasthaus. Wir könnten mal wieder ein paar Vorspiele organisieren. Die liebe Xingsu. Singt die jetzt, die Alte? Bei dir können wir bestimmt ein Casting absolvieren. Ja. Absolvier mal ein Casting. Ja. Auf jeden Fall ist dann nur das Blut so runtergelaufen und ich habe halt dann den Krankenwagen gerufen müssen und es sah halt echt schlimm aus und ich war dann den ganzen Tag voll geschockt einfach nur. Aber jetzt geht's mir wieder gut. Ja, dein Vater hat bestimmt gleich Zeit, aber ich glaube, Zaubertrank entdecken, das macht keinen Spaß. Also ich denke eher, dass du dich wieder verbrennst oder so, weil du nicht so fähig bist. Macht das Spaß? Keine Ahnung, ob sowas Spaß macht. Hey, was ist das für ein Heini? Die ist nicht mal daheim.
Alter, wer ist das? Haben wir uns eine Haushaltshilfe angestellt? Wäre möglich. Ey, da stehen Blumen im Tisch. Ich hab echt gar keine Ahnung mehr. Ihr macht doch was Lustiges. Sing ja bisher Karaoke. Hier, schau mal. Oder keine Ahnung. Mach halt irgendwas Lustiges. Hier rutscht dann runter. In der Kälte. Hier Hufeisen werfen. Das macht doch Spaß. Dann kann dein Vater dir gleich Autofahren beibringen. Das macht bestimmt auch voll viel Spaß. So. Was will sie? Vergiss es, wir dekorieren hier nicht. Weihnachten geht uns am Arsch vorbei. Und weswegen auch nichts kommt, ich zocke zurzeit sehr viel Story of Season, hat man vielleicht auf Instagram gesehen. Und ja, Alter, was hat die schon wieder? Warum verhältst du dich unendlich gelangweilt werden? Alter, hier, schau mal, stell dich. Kannst du ein Album andrehen? Das wäre so die einzige Alternative. Kannst du den keinen Album andrehen? Ja, komm. Dann hier mach einfach Sänger für Trinkgeld auftreten. Trinkgeld ist immer gut. Und wie läuft's mit dem Autofahren? Sie haben auch ein wunderschönes Auto, das muss ich schon sagen. Es raucht hinten ein bisschen, glaube ich. Ja, sie bremst ein bisschen. Also da muss man jetzt nicht bremsen. Ich glaube, das ist hier nur eine Hofeinfahrt. Ja, das ist eine Hofeinfahrt. Da muss man nicht bremsen. Für jeden, der jetzt halt was lernen will für seinen Führerschein. Okay, das sollte man auf jeden Fall nicht von mir lernen. Aber das sieht aus, als wenn da eine Kreuzung kommt. Genau. Ist hier ein Vorfahrtsschild? Wir sind hier nicht in Deutschland, also brauchen wir keine Schilder, aber wir sind rechts. Das heißt, wir haben. Sie hat einen Unfall gebaut. Hä? Was hat die jetzt für ein Problem? Die bekommt doch niemals den Führerschein, wenn die so fährt. Der ist gerade ein Auto volle Kanne reingefahren. Boah. Das mit dem Bremsen kotzt an und vor allem, die fährt da irgendwie mit 5 km/h. Okay, es könnte glatt sein, weil Winter ist, aber es sieht nicht so aus. Okay. Voll die Schlange gebildet, aber alles so voll desinteressiert. Ja, Waffeln wären jetzt auch geil. Ich singe mal ein Lied über Waffeln. Die feiern das und die Frau ist wahrscheinlich eifersüchtig. Ey, sie hat heute den Ball. Aber sie muss halt irgendwann heute mal zu den Auftritt, weil sie hatte heute. Die da heute den Auftritt? Wo hat die heute den Auftritt? Ich hab's vergessen. Sonntag im Kaffeehaus gibt 5. Kaffeehaus hier. 17:30, okay. Hey, hat sie jetzt gerade fahren gelernt, die Serena? Hä, sieht man das unter Fähigkeiten? Nein. Ich dachte nämlich, da stand gerade Level 2 irgendwas. Ja, in Fahren so eben. Okay, sie fährt etwas schneller über die Kreuzung. Hier ist auch, sie ist auf einer Vorfahrtsstraße. Das sieht man, weil das andere Schild anders ist. Yay, sie fährt jetzt schon 10 km/h und nicht mehr 5 km/h. Also sie muss jetzt dann zum Schulball. Ich glaube, da bringt sie uns um, wenn wir wegen fahren. Da ist eine Mülltonne, oder wohnt, glaube ich, keiner. Ey, das ist mein übelst geiler Club, den ich gebildet habe. Du nimmst ja heute einfach mal Urlaub von deinem Job, habe ich beschlossen. Jobs, nee. Du kannst dir wohl keinen Urlaub nehmen.
Hey, sie wird schneller. Okay, jetzt hören wir aber damit mal auf. Hey, ihr habt euch weggebuggt. Okay, ja, du musst jetzt auch zu deinem Auftritt. Geht in einer Stunde los. Okay, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder von The Sims 3. Bis dahin, tschüss.